Dadurch, dass ich nur am Morgen Training habe, bleibt mir am Nachmittag sehr viel Freizeit, wo ich zur Mutter ins Geschäft gehen kann, helfen zu arbeiten. Was ich jetzt anfangen kann, ist Haare waschen, Kasse machen, allfällige Arbeiten, wie es aufgeräumt ist, oder Wäsche oder so, kann ich jetzt anfangen machen. Weil ja gut, wir haben heute das Spiel verloren und wir haben gewusst, dass wir das Spiel heute verlieren, das für uns Finalrunde Teilnahme ausgeschlossen ist und die Situation ist jetzt so angekommen. Isabella auf Wittl, aber Benito wehrt ab. Charles Wittl, der Mann mit der interessantesten Frisur der Liga. Dieser Schuss von Amusi in der 35. Minute dient vor allem dazu, seine Haarpracht von Namen präsentieren zu können. Ist jetzt das der Haarschnitt für das entscheidende Kopfball gegen Irland? Ja, ich hoffe. Und, ich glaube, bis jetzt hat es immer geklappt. Für so ein wichtiges Spiel muss man alles versuchen. William Zabeni, sind Fußballer die heikleren Kunden als andere Leute? Eine gute Frage. Ich denke es nicht unbedingt, nein. Würdest du sagen, Fußballer sind eitler, was die Haare anbelangt, als andere? Das ist so. In diesen 30 Jahren, als ich jetzt angefangen habe, was ich alles erlebt habe in diesen Jahren. Ja. Von Ciri Sforza, von Giovanni Elber bis von Türke Maz, Murat Yakin, alle die Stars von früher. Von der Eitelkeit, die sie haben, normalerweise. Und dann musst du wirklich gute Nerven haben. Immer wieder aufgefallen wegen ihren Frisuren. Sei du dumm. Ja, da überlegen sie sich auch immer wieder etwas Besonderes. Wir haben ein paar Modelle, wie wir sie schon gesehen haben auf dem Fußballplatz. Das ist auch ein ganz besonderer Look, seht ihr, Dumbia. Dann kam Petric ins Spiel, der trägt neu die Nummer 10 und nicht mehr die 7 und eine neue Frisur. Schöne Grüße an seinen Papa. Lugano-Trainer Sonsonis Frisur litt und musste wieder hergerichtet werden. Und schau, genau. Haben Sie es gesehen? Er musste sein Haarband richten, Babu, war dann völlig außer dran. Und jetzt läuft er weiter und jetzt richtet er zu Ende. Schauen Sie, vielleicht sieht er, die Kamera sieht es leider nicht mehr. Er musste sein Haarband zu Ende richten. Naja. Das ist der Zweikampf mit dem Haarband momentan. Prioritäten setzen.